Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Faulapfelbaum-Challenge. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ihr könnt schon sehen, hier im Garten hat sich so ein bisschen was verändert, denn wir feiern heute eine Party, eine Gartenparty. Ja, es ist Herbst und ja, es hat nur 4 Grad Celsius. Aber Lars wird heute zum jungen Erwachsenen, deswegen habe ich hier so ein bisschen was aufgebaut, weil ich einfach nicht so eine lame Party schmeißen wollte wie beim letzten Mal. Wir haben natürlich hier Kuchen und Luftballons, ein Muss für jede gelungene Geburtstagsparty. Ganz viele Sitzgelegenheiten. Ich weiß noch nicht, wie viele Leute wir einladen. Eventuell muss ich noch einen Tisch kaufen, aber ich glaube, es sollte gehen. Dann hier natürlich eine kleine getarnte Steinmusikanlage. Eine Wassereismaschine. Sie musste doch wieder her. Und das Highlight des Abends, wenn ich es nicht vergesse, Feuerwerk. Das wird so cool. Ich freue mich schon. Jetzt gucken wir mal rüber, wo wir sie beim letzten Mal alle verlassen haben. Da stehen sie alle, sind gerade alle von der Schule nach Hause gekommen und Aaron ist natürlich immer noch in Schwierigkeiten. Er hat immer noch Hausarrest und wird sich jetzt ein bisschen anstrengen müssen. Aber das stellen wir heute mal alles zurück, denn... Meldungen, Meldungen, Meldungen. Oh Gott, Aaron. Oh nein, schleicht er jetzt überall hin. Das stellen wir auf jeden Fall heute alles zurück, denn heute ist Lars' großer Tag. Und deswegen veranstalten wir jetzt einfach sofort mal die Party und gucken, wen wir alles ändern können. Haley ist ja zum Glück schon da. Wen auch immer die am Ende abbekommt von unseren 4 Jungs. Okay, Einweihungsparty, nein, Geburtstagsparty. 18 Uhr passt, ungezogene Kleidung. Dann sortieren wir doch mal hier. Hummel Frederik auf jeden Fall. Haley Morgan, gut, die brauchen wir nicht. Felix Hummel laden wir auch ein. Rosie laden wir ein. Finn laden wir ein. Wer gehört noch zu unserer Familie? Hummel John. Wer ist denn? Ah, Moment, ist das das Kind von Estella? Von dem wir nicht genau wussten, wer der Vater ist? Oder wussten wir das? Ich weiß es jedenfalls nicht mehr. Jesse Hummel braucht dringend eine neue Frisur. Und Lukas Hummel. Und ich glaube, haben wir jetzt schon alle? Ich glaube, das waren schon alle. Okay, wie viele sind das jetzt? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute. Nicht schlecht. Oh Gott. Hoffentlich verkraftet das mein Spiel. So, die Party von Lars geht bald los. Vielleicht solltest du langsam mal etwas vorbereiten. Ich habe doch schon alles vorbereitet. Ich habe sogar die Musik wieder angestellt. In den Einstellungen. Moment, was ist denn deine Lieblingsmusik? Pop. Okay. Einschalten. Okay, das ist, die Lautstärke ist jetzt auf normal. Und ich hoffe, dass das passt. Von, oh, ich hoffe, oh, wenn sich dann beim Schneiden rausstellt, dass die Musik zu laut war, dann raste ich komplett aus. Okay, was macht ihr denn jetzt gerade alle? Nichts. Ich denke mal, dass Lars eher nicht Haleys Boyfriend werden wird, weil Haley ist einfach viel jünger als er. Vielleicht dann eher Malte. Oder haben wir das schon ausprobiert, ob die sich verstehen? Ich kann mich nicht genau erinnern, aber ich glaube, war da nicht irgendwie was, dass Malte sich mit ihr unterhalten hat, aber es hat nicht so gefunkt zwischen den beiden? Irgendwas war da. Barsch begrüßen? Nein. Warum? Hat er... Oh nein, er ist gestresst. Oh nein, ja, was machen wir denn da, bis die Party losgeht? Ich weiß. Wo ist mein Klavier? Wo ist denn das Klavier? Habe ich das umgeräumt? Wo ist denn das Klavier hin verschwunden? Was zum... Bin ich jetzt blind? Das Klavier stand doch da drüben. Es ist weg. Aber die Gitarre ist noch da. Ich bin verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. Ich wollte ihn jetzt ein bisschen Klavier spielen lassen eigentlich, damit er halt sein Stresslevel ein bisschen senken kann. Aber ach, wisst ihr was, dann spielen wir eben Gitarre jetzt dabei. Wo ist denn das Klavier hin verschwunden? Ist das vielleicht verschwunden, als mein ganzes Custom-Content auch verschwunden ist? Man weiß es nicht. Okay, dann nimm dir die Gitarre und jam da ein bisschen. Und vielleicht kriegst du ja zum Geburtstag ein neues Klavier oder ein Bass oder ein Schlagzeug, for that matter. Mal gucken, was da so für dich rausspringt. So, und die Haushaltshilfe ist auch fertig. Was ist das? Einfach hervorragend. Bereite eine hervorragende Gruppenmahlzeit zu und bring sie zu Rosie White, bevor die Zeit abläuft, um Bargeld zu erhalten. Nein, dafür haben wir leider gerade keine Zeit. Was macht Haley? Haley macht ihre Hausaufgaben. Was machen die anderen? Was macht Malte?
Malte steht hier immer noch einfach nur rum. Ah ja, und jetzt guckt er beim Gitarrespielen zu. Was macht Birk? Oh mein Gott, ist das laut. Spielt ein Rennspiel. Okay. Und Aaron? Sehr laut heute. Oh, der erste Gast ist da. Zeit, die Party in Gang zu bringen. Wieso habe ich gerade 2000 Simoleons bekommen? Excuse me? Barschi hat sein Tagewerk vollbracht. Ach so, und er hat Bereitschaftsdienst. Ja, ganz toll. Ganz, ganz toll. Ich hasse das. Oh, Aaron, wir werden ganz, ganz dringend an deiner Schulleistung arbeiten müssen, fühlte ich. Oh, und es wird auch schon dunkel jetzt. Kann ich hier draußen die Lampen einschalten? Nein, gehen die jetzt nicht an? No! Ist das schon wieder dieser bescheuerte Bug? Oh, ich habe doch extra hier draußen diese Laternen gestellt. Mann, okay. Ja, wisst ihr was? Dann gehen wir jetzt raus und feiern erstmal Lars Geburtstag. Und danach kannst du dich auf deiner Party amüsieren. Weil nicht, dass er dann ohne Kuchen älter wird. Jetzt habe ich den schon extra gekauft. Das wäre voll doof. Sind alle denn... Nee, Quatsch. Barschi ist noch gar nicht zu Hause, ne? Und er möchte was im Wert von 500 Simoleons kaufen. Ja, vielleicht. Vielleicht. Müssen wir fast noch auf Barschi warten, oder? Wie lange bist du denn schon draußen? Oder wie sieht das bei dir aus? Bist du schon... Sehen das für Geräusche? Ach, das ist das Technische Forschungsinstitut-Dingszeug-Geräusche. Okay. Okay, Barschi ist jetzt auf dem Weg. Wer ist das? Mike Morgan. Okay, Barschi fährt nach Hause. Die Frage ist, können wir noch warten, bis ihr nach Hause kommt? Mann, ich könnte mir auch einfach mal merken, um welche Uhrzeit, um wie viel Uhr die Sims älter werden. Frederik Hummel möchte plaudern. Nein, du musst jetzt auf meine Party kommen. Okay, da fährt Barschi ganz langsam mit seinem Auto. Ja, vielleicht müssen wir auch schon mal anfangen. Vielleicht müssen wir auch schon mal anfangen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, ne? Das ist jetzt ein kleines bisschen blöd. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir genug Essen haben jetzt mit dem einen Kuchen für alle Leute, die hier sind. Aber wir werden sehen. Okay. Lars, bitte blas die Kerzen aus. Wo ist er denn da? Lars Haugland. Lars Haugland feiert Geburtstag. Alle sind herzlich eingeladen. Ja, ihr seid alle eingeladen. Die Musik ist echt cool. Die Musik ist sehr, sehr cool. So, komm mal rüber. Ach ja, ich mache hier mal die Wände hoch. Weil sonst sehen wir ja gar nichts von der wunderschönen Kulisse. Jetzt mal ehrlich. Jetzt mal ehrlich. Ist das nicht schön? Ist das schön oder ist das schön? Oh, wie schön das aussieht dann auch. Oh, da kommt Rosie angeflogen. Unser altes Kindermädchen. Cool. So, wie lange dauert das jetzt, bis sich alle Gäste hier versammelt haben? Ich muss mal ganz kurz ein Bild machen, glaube ich. Das sieht so schön aus mit den Geburtstagskerzen vor dem dunklen Hintergrund. Bin ich ein bisschen näher ran vielleicht. Ist das nicht schön? So würde ich auch gerne mal meinen Geburtstag feiern, aber das kannst du natürlich nicht machen, wenn du im November Geburtstag hast, weil dann ist es einfach scheiße kalt. Aber wobei, hier ist ja auch 0 Grad. Oh Gott. Die werden sich alle den Arsch abdrehen einfach. So, da kommen sie alle an. Ich muss Jessie dringend ein Makeover verpassen. Die Frisur geht einfach gar nicht. Stopp, stopp, stopp. Warte auf mich, warte auf mich, warte auf mich. Fang noch nicht ohne mich an. Okay, er steht gerade ein bisschen seltsam da. Yay! Oh mein Gott, es geht los, es geht los. Hallo? Danke, Spiel. Kurz Panik. Ach, Mike Morgan veranstaltet auch eine Party. Ja, nee, ich habe keine Zeit, sorry. Ah, leck, ist das laut. Aaron kommt rangeschlichen. Oh, mir ist das nur bei mir so laut. Ich muss näher ans Mikrofon rangehen, damit ihr mich verstehen könnt. Nein, er hat die Zöpfe des Grauens. Lars ist endlich ein junger Erwachsener mit all den Vorteilen und Verantwortlichkeiten des Erwachsenenseins. Seine Zukunft erwartet ihn mit offenen Armen. Was er wohl alles erreichen wird. Und wir dürfen uns ein Merkmal aussuchen. Ja, Er hat ja schon diesen einen Sim-Band-Lebenswunsch. Das heißt, eigentlich ist ziemlich offen, was wir uns aussuchen, oder? Ich würfel mal. Vegetarier. Passt eigentlich ganz gut, weil er ist auch Tierfreund. Okay, er ist Vegetarier. Und er braucht ein Makeover. Er braucht ganz dringend ein Makeover. Ich bin am Überlegen, ob ich das jetzt schnell machen soll. Wenigstens die Haare. Wenigstens, komm. Wir machen das jetzt einfach schnell, kurz, jetzt.
Hier sehen Sie das Ergebnis meiner Bemühungen. Ich finde, er ist eigentlich ganz gut geworden. Doch, ich habe jetzt nur das Alltagsoutfit bearbeitet, weil sonst hätte mir das viel zu lange gedauert. Das muss ich vielleicht bei Gelegenheit dann nochmal nachholen. Aber ich finde, es passt ganz gut. Ich finde, er sieht aus wie ein richtig cooler Gitarrenboy. Bei der Hose bin ich mir noch nicht ganz sicher, weil, also die ist aus dem Diesel-Accessoire-Pack und ich finde, die sieht ein bisschen sehr nach Alpha CC aus. Aber, ich werde jetzt einfach mal gucken, wie die im Spiel sich macht. Und dann, selbst wenn sie sich nicht gut macht, werde ich sie wahrscheinlich trotzdem nicht ändern, weil. Er wohnt eh nicht mehr lange hier, von daher. Weeb. Das sieht doch gleich viel besser aus. Das sieht doch gleich viel, viel, viel besser aus. Ich meine, ups. Hallo, hallo Wand. Wie oft sage ich das eigentlich? Schaut. Viel besser als vorher. Viel, viel besser als vorher. Kurz Fotos machen. Und jetzt muss ich auch die Musik wieder anschalten, weil natürlich. Natürlich. In der einen Folge, in der ich die Musik wieder aktiviert habe, weil wir eine Party feiern, müssen wir auch in Create a Sim. Und dann ist die Musik wieder komplett eskaliert. Also, vielen Dank dafür. Oh mein Gott, okay. Er ist jetzt ein junger Erwachsener. Und jetzt dürfen sich alle Gäste gerne Kuchen holen. Da kommt schon überall der Atem ganz meist aus ihren Mündern raus. Wie viel Grad hat das? Null. Okay. So, in 5 Stunden haben dann alle ihren Kuchen. Und dann können wir weiter. Oh mein Gott. Oh, wie cool. Ich freue mich voll. Unser erstes Kind. Also nicht unser erstes Kind insgesamt, aber so das erste von Friedas Kindern, das jetzt endlich zum jungen Erwachsenen geworden ist. Und Rosie ist auch da. Wie schön. Wie schön. Finn hat eine schreckliche Frisur. Jessie hat auch eine schreckliche Frisur. Alles beim Alten. Und ich fände es super schön, wenn hier diese blöde Kerze funktionieren würde. Aber man kann nicht alles haben im Leben. Das wäre natürlich jetzt noch die Kirsche obendrauf. Naja, ups. Das macht rausgehen aus dem Fotomodus. Wer kommt hier? Birk, natürlich, weil ich meine Kinder alle nicht auseinander kenne. Lukas. Warte, Lukas ist das Kind von Finn und Jessie? Ja, ich kann mich an nichts erinnern. Wer ist denn jetzt als nächster dran mit dem Kuchen? Wer bist du? Wer bist du? John. Ah, das ist John Hummel. Okay, dann. Okay. Zumindest den kann ich zuordnen. Und Frederik ist das Kind von Felix? Oh, oder? Ich weiß es nicht. Kann mich doch nicht erinnern. Naja, auf jeden Fall, wenn Lars jetzt hier zu Ende gefuttert hat, seinen leckeren Kuchen. Was ist falsch? Was ist denn falsch mit der Musik in Sims 3? Ohne Witz, was ist falsch mit der Musik? Das ist doch nicht normal. So, es haben sich immer noch nicht alle Leute Kuchen geholt, aber ist auch egal, weil wir zünden jetzt das Feuerwerk. 1, 2, 3. Und wer noch nicht gegessen hat, ist selber schuld. Oh, ich will ein Bild machen. Moment, Moment. Ich will ein Bild machen, wie ihr das Feuerwerk anzündet. Alter, ich sag's euch, meine Ohren sind in Mitleidenschaft gezogen von dieser Musik. Vor allem aus dem Cast, aber. Ey, ohne Witz. Das ist echt uncool. Gehe zur Kartensicht, wenn du eine bessere Sicht auf das Feuerwerk haben möchtest. Halt, aber. Ich will doch jetzt alle drei sehen. Kann man die nicht alle drei gleichzeitig zünden? Ich dachte, dass in der Beschreibung stand, dass man auch mehrere gleichzeitig zünden kann. Vielleicht hätte ich das einfach dann mehreren Sims auftragen sollen. Lars ist auf jeden Fall schon mal bereit. Okay, wisst ihr was? Dann machen wir das doch so. Wer ist denn gerade noch frei? Wer ist das? Barschir ist nach Hause gekommen. Okay, Barschir. Du machst jetzt kein Wassereis, sondern du zündest hier ein Feuerwerk an. Und wer ist noch? Wer hat gerade noch nichts zu tun? Aaron. Aaron, du zündest das dritte. Und wir gehen in die Kartenansicht und genießen die Show. Ich bin ja gespannt. Das habe ich das überhaupt schon mal gemacht? Einmal oder so habe ich das schon mal gemacht? Oh mein Gott, es geht los. Es geht los. Wow, wie cool. Ups. Ich scroll mal hier ganz weit raus, damit wir es gut sehen können. War es das schon? Nee. Oder? Hello? Cool. Ist das cool? Oh mein Gott. Hab ich mich gerade erschreckt? Nein. Davon hätte ich gern ein Bild gehabt. Das war wirklich hübsch. Aber jetzt werden ja noch zwei gezündet, oder? Also ich habe noch eine Gelegenheit.
Was? Das Seminar war ein großer Erfolg, musst du allerdings ohne dein geschätztes Fachwissen auskommen. Oh nein, das war eine Gelegenheit von Barschi, die wir verpasst haben. No. Was ist denn jetzt mit den anderen beiden Feuerwerken, Leute? Werden die jetzt noch gezündet oder was los? War es das schon? Nee. Wollt ihr mich verarschen? Das war's? Das ist ja kacke. Nee. Ich will das nochmal sehen jetzt. Ich kaufe einfach noch mehr Feuer. Feuerwerke. Ich wollte kurz sagen Feuerzeuge, aber das ist nicht ganz das, was ich meinte. Okay, hier. Feuerwerk Goldener Drache. Einmal. Zweimal. Dreimal. Jetzt zündet ihr das bitte nochmal. Wie viel hat es gekostet? 10 Simoleons pro Stück oder so? Jetzt zündet ihr die bitte nochmal. Und diesmal kriege ich ein gutes Bild. Hoffe ich. Wenn mein Spiel klarkommt. So, Lars, zündest das. Was kann man da alles machen? Gott, der mit ins Inventar legen. Okay, ne, das will ich nicht. Barschi, du zündest das hier. Und wer war das andere? War das Malte? Nein. War es Aaron? Nein. War es Birk? Nein. Wer ist... Ach, das ist John Hummel. Wer ist das da? Ah, da steht Aaron. Okay. Aaron, du zündest das hier. Und dann versuchen wir es nochmal. Er schleicht einfach immer noch überall hin. Okay. Oh mein Gott. Lass mich nur ganz kurz ein Bild machen, wie die drei Jungs da hocken und ihre Feuerwerke anzünden. Weil das ist cool. Das ist echt cool. Oh mein Gott. Diese Party ist einfach so viel besser als die letzten Male. Jetzt schon. Da wäre es noch gar nicht viel passiert. Okay. So, und jetzt, wo war das immer hier so in dem Bereich, ne? Machen wir das einfach so. Bin ich noch ein bisschen näher ran. Aber ich habe Angst, dass ich dann zu nah dran bin. Und dann? Jetzt kann die Show beginnen. So, irgendjemand geht schon wieder nach Hause, ey. Pff, die Party hat doch gerade erst angefangen. Komm schon. Ja, es geht los. Oh mein Gott. Komm schon, Spiel, du kannst es schaffen. Oh mein Gott. Meinte, da war ein guter Schuss dabei. Oh mein Gott. Wie cool ist das bitte? Das ist so awesome. War es das jetzt schon? Oder kommt noch eins? Das ist immer so schnell vorbei. Mann. Oh, okay. Na gut. Aber immerhin haben wir es geschafft, es zu sehen. Oh, Mann. Ich will mehr davon. Ich brauche ein größeres Feuerwerk. Ah, okay. Was ist eigentlich mit Aaron? Aaron, warum hast du keinen Kuchen gegessen? Komm, jetzt hol dir doch mal ein Stück Kuchen. Und Barschir holt sich auch schon gerade einen Kuchen. Oh mein Gott, wie cute. Oh mein Gott. Finn und Jessie. Ich glaube, sie ist ihm auf den Fuß gestiegen. Beim Tanzen. Ja, das ist Risiko, ne? Das ist einfach das Risiko, das es gibt. Oh, aber voll cute. Oh mein Gott. Bräuchten auch so dringend ein Makeover, die zwei. Aber im Moment habe ich echt keinen Bock, in Cars zu gehen, weil... Hayley, warum trägst du denn einen Badeanzug? Was ist denn los? Naja, im Moment habe ich gar keinen Bock, in Cars zu gehen, weil einfach alles so lang dauert und... ich brauche endlich mal einen neuen PC. Ich habe mir die Woche schon Teile angeschaut, die ich mir dann bestellen will und... ja, aber es kommen ja noch, es kommen im Oktober neue Grafikkarten raus und Phil meint, ich soll auf die neuen Grafikkarten warten und das werde ich wahrscheinlich tun, ja. Aber es ist so schwer. Ich spare einfach seit 2 Jahren auf diesen PC und ich will ihn endlich haben. Naja. Oh, Rosie geht auch schon nach Hause. Wieso verlassen alle so früh meine Party? Hat es euch nicht gefallen? Uncool. Aber zumindest haben jetzt alle Kuchen bekommen, oder? Malte, hast du auch keinen Kuchen dir genommen? Was ist denn mit euch? Lars hat gegessen. Oh, Lars ist ins Bett gegangen. Alles klar. Es ist erst 22:30, aber okay. Ja, verpiss dich einfach von deiner eigenen Geburtstagsparty. Frieda auch nicht. Oh, und jetzt ist die Kuchenplatte leer. Och Mann, Leute. Ja, ich hätte vielleicht für mehr Kuchen sorgen sollen. Haben wir nicht noch irgendwie Kuchen im Kühlschrank? Limettenkuchen, genau. Frieda kriegt Limettenkuchen. Barschi hat aber wenigstens gegessen. Das ist doch sehr gut. Das ist doch sehr gut. Ja, dann Barschi schicke ich jetzt auf jeden Fall ins Bett, weil ich habe Angst, dass der wieder Bereitschaftsdienst hat in der Nacht und dann wird er wieder rausgeklingelt und das muss nicht sein. Und Frieda möchte, dass Lars Arzt wird. Ja, ich fürchte, daraus wird nichts.
Hey, die geht auch nach Hause, Jessie geht auch nach Hause. Ja, geht einfach alle nach Hause. Meine Party war cool, okay? Meine Party war ultra cool. Kann mir keiner erzählen. Kann mir keiner erzählen. Mann, alle gehen nach Hause. Was macht Aaron? Aaron, mit dir könnten wir noch was Produktives machen heute. Zum Beispiel könntest du auf die Toilette gehen und dann ganz lieb und nett deine Hausaufgaben machen, damit deine Mutter sieht, dass du es auch ernst meinst und dass dir leid tut, was du getan hast. Er schleicht immer noch überall hin. Ja, schleich auf die Toilette. Oh Gott. Die Feier von Lars ist ganz gut verlaufen. Die Gäste sind froh, dass sie dabei waren. Ja, das will ich auch hoffen. Ich habe mir voll Mühe gegeben und dann gehen einfach alle nach Hause. Das ist so kacke. Mann. Was macht Birk? Ach ja, Birk. Für dich hätte ich noch eine Aufgabe gehabt übrigens. Und zwar sich dich um den Garten kümmern, aber der ist jetzt irgendwie zugefroren, ne? Aber egal. Ernte ihn trotzdem mal ab. Ernte den Garten trotzdem ab. Was habe ich da? Habe ich Gartenpflegen angeklickt? Ja, okay, passt. Was macht der Rest? Aaron macht seine Hausaufgaben ganz, ganz brav. Alter, hier drin ist auch so laut. Es ist aber schon einfach auf niedrig gestellt. Wer hat jetzt gerade was kaputt gemacht? Was ist kaputt gegangen? Ist es der Computer? Nein. Hey, was? Wer hat denn hier gerade irgendwas benutzt, was kaputt gegangen sein könnte? Nein, Frieda, hast du die Spülmaschine geschrottet? Bitte nicht. Nee, die war es anscheinend nicht. Hä, was ist denn dann kaputt gegangen? Ich bin verwirrt. Ist vielleicht die Stereoanlage hier in der Küche kaputt? Die ist es. Okay. Ah, Frieda, wie sieht's aus? Geschicklichkeit 3. Oh, oder wisst ihr was? Ach nee, Aaron kann das nicht machen, weil der kann nur malen. Hatten wir gar keinen Sohn, der das konnte? Niemand? Okay, Frieda, mach. Frieda, selbst ist die Frau. Selbst ist die Frau. Dann mach du dich da an die Arbeit. Wie es wummert. Aber es ist schon coole Musik, ne? Aber ich habe Angst, dass es zu laut ist. Oh Gott, ich habe jetzt schon Angst vorm Schneiden. Okay, Frieda wird jetzt einfach mal das hier in die Hand nehmen. Sie macht das eh gut. Ich hoffe, sie kriegt keinen Stromschlag. Und Aaron wird hoffentlich bald verziehen. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen Hausarbeiten mit ihm machen morgen. Und dann, wisst ihr, was dann passiert? Dann fahren wir in den Urlaub. Yay! Wahrscheinlich schon in der nächsten Folge. Schätze ich mal. Ja. Geld sollten wir genug haben. Dann packen wir einfach alle ein. Perfekt, jetzt geschafft und Level 4 erreicht. Dann packen wir einfach alle ein und fahren nach Frankreich. Und vielleicht finden wir in Frankreich eine Freundin für Lars, die wir dann quasi importieren können. Aber da muss ich erst noch das Limit hochsetzen, was die Haushaltsmitglieder angeht, ne? Mache ich das mit dem Master Controller oder mit dem Awesome Mod? Mit dem Master Controller, probably. So, was machst du hier eigentlich, Malte? Du stehst eigentlich die ganze Zeit nur irgendwo rum, ohne wirklich, dass du irgendwas tust. Was macht Birk? Birk ist noch im Garten. Ah ja, richtig. Oh nein. Ist das Schnee oder ist das nur Frost? Ich glaube, es ist nur Frost. Mann, ich will, dass wieder Sommer wird. Wie kacke. Wie weit bist du denn? Hast du schon irgendeine Gartenarbeitsfähigkeit? Nein, hat er nicht. Aber jetzt. Gartenarbeit Fähigkeit 1. Ja, das ist noch nicht so viel, ne? Aber egal. Was war nochmal dein Bett? Das Weiße, genau. Weil seine Lieblingsfarbe ist weiß. Warum auch immer. Warum auch immer. Und Aaron möchte ein Feuerwerk Extravaganza vorführen? Was ist das? Ist das das, was wir schon gemacht haben, oder ist das was anderes? Sollen wir mal in den Kaufmodus gucken? Okay, also das normale Feuerwerk war hier bei Unterhaltung Partys. Das war das hier. Ich sehe da jetzt aber auch kein Feuerwerk namens Extravaganza. Vielleicht bei Verschiedenes? Sehe ich aber jetzt auch kein Feuerwerk. Hä? Keine Ahnung. Oh mein Gott. Oh, was? Das habe ich noch installiert? Lol, das hatte ich voll vergessen. Von Douglas Vega auf Mod Sims. Auf jeden Fall ist der Creator Douglas Vega, oder wie auch immer man das ausspricht, ist auf Mod Sims unterwegs und er hat einfach dieses Objekt hier erschaffen. Es ist ein Riesenrad. Ich habe es noch nie ausprobiert, aber ich habe es mir irgendwann mal runtergeladen.
Vielleicht sollten wir es mal ausprobieren. Vielleicht sollte ich irgendwann mal so ein Gemeinschaftsgrundstück bauen, wo man das verwenden kann. Aber das machen wir jetzt nicht, weil es kostet 10.000 Simoleons. Und das brauchen wir jetzt nicht. Das muss jetzt nicht sein. So, lieber Aaron, wie weit bist du mit deiner Hausaufgabe? Ist, glaube ich, auch der Einzige, der noch wach ist, bis auf die Hunde. Was, Lilly, kümmere dich doch mal um dich. Komm, was ist denn mit dir? Freund verloren? Was? Beschäftige dich doch mit deinem Kumpel jetzt mal bitte. Das ist ja fürchterlich. Dich kann man nicht allein lassen. So, Aaron, mach jetzt mal ganz kurz... Oh, er ist zu müde. Okay. Aaron ist zu müde, um seine Hausaufgaben heute noch fertig zu machen. Ist auch okay. Es ist jetzt 20 nach 2, ne? Also kann ich verstehen. Den werde ich jetzt ins Bett schicken. Und damit war es das auch erstmal für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt gerne einen Daumen nach oben. Und lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns bald im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.